Moin Moin zu Geeksprech, Folge 75. Mein Name ist Erik und diesmal habe ich nicht nur einen besonderen Gast, sondern auch ein ganz besonderes Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Aber bevor wir auf das Thema kommen, ein ganz kurzes Hallo an den Gast, nämlich wieder einmal, haben wir gerade schon festgestellt, der Carsten Rachfall. Carsten, sag mal Hallo. Hallo Erik, hallo alle, die zuhören. Ja, ich finde es super, dass ich wieder dabei sein darf und wir sprechen ja heute über was, was uns wirklich am Herzen liegt, ne? Richtig, heute geht's um die Experts Live Germany. Endlich haben wir in einem großen Land in Europa auch die Experts Live. Das ist ja jetzt die erste, ne? Ich meine, um uns rum, Holland, Mutterland, sozusagen, Niederlande muss man ja sagen, entschuldige, Niederlande, um Gottes Willen. Ja. Österreich, Schweiz, wo gibt es die denn noch überall? Norwegen, USA gibt es eine. Ich glaube auch ihr. Express Live Europe? Ja, die große Konferenz, die mehrtägige. Da waren wir schon auch beide Sprecher, ne? Auch in den Niederlanden, in der Mutterkonferenz. Können wir gleich ein bisschen was zu erzählen. Die hat mich übrigens auch zu einer anderen Konferenz inspiriert, aber vielleicht gleich mehr dazu. Genau. Also wir haben es ja gerade so ein bisschen angedeutet, Experts Live ist eine Serie von Events, ursprünglich mal in den Niederlanden gestartet. Die sind mittlerweile, glaube ich, immer so mit gut 2000 Teilnehmern dabei. Also viele auf jeden Fall. Und also viele Teilnehmer, ne? Also riesig dort. Und Carsten und meine Wenigkeit sind dann irgendwann, wann war das, 2018, 19? 19, glaube ich, ne? Sind wir mal auf die Idee gekommen, eigentlich die Experts Live in Deutschland, die fehlt. Genau. Und was ist dann 2019 passiert? Dass es jetzt 2022 immerhin schon so weit ist. Es gab ja mehrere Gründe. Also erstmal war das natürlich, wir haben das proposed und wir haben ja auch festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, die das eventuell machen wollen. Ne? Du erinnerst dich, oder? Also wir waren erst ein relativ großes Team und mit einem großen Team wird es immer schwieriger, sich irgendwie zu einigen. Das hat ein bisschen gedauert und dann ist uns der Virus in die Quere gekommen, ne? Wenn man das so sagen kann. Dann waren wir fast ein bisschen dankbar, dass wir es nicht für 2020 geplant hatten. Ja, ich hatte ja 2020 was geplant, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da können wir gerne nochmal drüber zukommen. Ja, aber jetzt, Erik und ich haben gesagt, verdammt auf den Virus. Ich meine, der ist ja nicht weg, er wird uns ja auch weiterhin begleiten, aber ich glaube, jetzt ist so langsam die Zeit, wo man auch wieder Events machen kann, wo man sich trifft, ne? Und das fehlt uns ja auch ein bisschen als Sprecher, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe ja tatsächlich in der Corona-Zeit in Summe zurückgefahren, wenn ich überlege, was ich so vorher unterwegs war, aber trotzdem an einigen Online-Terminen so teilgenommen. Und dieses Sprechen gegen den Bildschirm ohne Feedback, weil gerade, ne, das wissen viele ja immer gar nicht, so bei diesen ganzen Teams-Live-Events hast du nichts. Du kriegst nichts mit, weil alles mit Zeitversatz passiert. So das Einzige, was du mal siehst, ist irgendwie ein Kommentar im Chat, der dann irgendwann aufpoppt, meist dann noch an unpassender Stelle. Und das ist tatsächlich so unbefriedigend, dass diese Interaktion fehlt. Jetzt sag nicht, du hast nicht seit 2019 vor Leuten gesprochen. Ich habe seit 2019, nee, ich habe tatsächlich nicht vor Leuten in Persona gesprochen. Du, da habe ich ja sogar zwei Experts Live vor dir. Ich habe in der Experts Live Switzerland gesprochen, in Bern. War das Bern? Ich weiß es jetzt gar nicht so hundertprozentig. Und ich habe in Linz gesprochen im September 21 auf der Experts Live Austria. Ja, siehst du mal, wie gut du es hast. Und ich muss dir sagen, sag du mal, also du hast nicht gesprochen, aber jetzt muss ich dir gleich was dazu erzählen. Also ich überlege es gerade so, ob ich jetzt irgendwas Blödes erzähle, aber nee. Warst du nicht in Norwegen oder so? Ja, ich habe bei ganz vielen Konferenzen gesprochen, aber immer online. Immer online, nee. Ich habe auch beim Azure Saturday in Hamburg gesprochen und beim Azure Day in Belgrad und keine Ahnung wo überall, aber das war immer alles Online-Konferenz. Okay. Also in Österreich war es so, ich bin ja wirklich jemand, der gerne spricht, auch gerne vor Leuten spricht. Ich mag das, ich mag die Bühne, ich will da drauf, ich will meine Themen forcieren. Also kann schon sagen, da fühle ich mich zu Hause. Aber in Linz war es so, nach langer Zeit mal wieder, nach einem Jahr, ich war vorher in der Schweiz, ich gehe auf die Bühne, mein Notebook, Mikrofon, damals musste mir der Helmut Otto, der auch mit die Konferenz veranstaltet, der hat sich fast kaputt gelacht, weil das wurde auch noch live gestreamt und ich war wirklich beim Start nervös. Das kenne ich überhaupt nicht mehr, dass du auf die Bühne gehst und so ein bisschen Lampenfieber hast. Also so ganz leicht. Und das war schon ein Ding, muss ich echt sagen. Also komplett aus der Übung. Ja, wirklich. Quasi. Also aus der Übung.
Ja, und das wollen wir ja wieder haben. Deswegen, ich mache ja auch die Azure Stack HCI Days, aber das ist ja auch ein Teams-Event, weil wir da auch Sprecher aus USA und so weiter dabei haben. Das geht nur online. Also das fehlt mir wirklich. Das fehlt mir wirklich. Und deswegen freue ich mich super auf unser Event im September, ne? Genau, und ich glaube, damit fangen wir mal an, die ersten Infos Ja, mach rauszuhauen, mal, mach oder? mal. Also, 8. September, unterstreicht euch das, schreibt es euch gleich irgendwo hin, falls ihr jetzt nur zuhört. 8. September im wunderschönen Erfurt in Ja, da Thüringen. muss man jetzt dazu sagen, Erfurt, das kennt ja jetzt nicht jeder, sondern wo ist Also bitte. Also bitte. Nein, Erik wollte unbedingt was machen in, wie sagt man das jetzt korrekt? In Thüringen. Ja, Sag doch einfach Thüringen dazu. Thüringen. Er sagte, also da ist ja jetzt nicht so konferenzmäßig, ist das jetzt nicht so der Standardstandort. Also es gibt einiges in Berlin, ne? Es gibt irgendwie einiges im Frankfurter Raum. Natürlich, wenn es um Microsoft-Konferenzen geht, München, wo ja auch Microsoft sitzt. Aber so jetzt, so mitten in Thüringen ist jetzt seltener. Und Das ist der Erik älterer. hat jetzt einfach mal behauptet, Erfurt ist der Knotenpunkt der Deutschen Bahn. Da fährt eigentlich jeder Zug her, ne? That's a fact. Und das, also muss man tatsächlich einmal sagen, ne? Seitdem die Deutsche Bahn ihre Streckenplanung umverteilt hat, fährt heute fast jeder Zug, der in dieser Nord-Süd- oder Ost-West-Achse fährt, fährt durch Erfurt durch. Also wenn du in Hamburg einsteigst, nach München fährst, der fährt über Erfurt, Berlin, nach Frankfurt fährt über Erfurt, Frankfurt nach Dresden oder Frankfurt nach Leipzig, Ja, Erik, jetzt noch eine Frage. Stuttgart, also Rüberfahren ist alles. ja nicht das Thema. Der Hält hält der auch da an. auch? Ja, der hält da. Nee. Nee, von daher ist das tatsächlich, also deswegen mag ich ja auch hier in der Region zu leben, weil ich tatsächlich vom Erfurter Bahnhof aus, ich bin irgendwie in 2 Stunden in Berlin, in 2,5 Stunden in München, in 2 Stunden in Frankfurt, also alles mit dem ICE. Das ist tatsächlich super. Und umgekehrt war dann die Überlegung, wie kriegen wir denn die Leute zu einer Konferenz? Ne, man kennt das so. Es gab mal jemanden, der hat eine Konferenz gemacht in, warte, wie hießen die noch? In Hanau? Da gab es dann Probleme mit Hotelzimmern und so. Das ist jetzt eine miese Und Retourkutsche. Dafür, das Konferenzcenter in Hanau ist wirklich schnuckelig. es ist super. Ja. Also es ist Mein ganz toll, Gott, da gebe ich dir recht. also es geht um die Atmosphäre der Konferenz. Dass die jetzt nicht so das tollste Hotelleben in Hanau haben, ist wirklich eine Schande. Erik spricht von der Cloud and Data Center Conference Germany. Ich muss schon überlegen, wie sie heißt, weil die letzte hat 2019 stattgefunden. 2020 mussten wir sie ja dann leider absagen, wirklich unter Schmerzen. Und ich überlege gerade, ob man sowas wieder macht für 2023. Nur ich habe es Erik gerade schon gesagt, meine Frau ist noch nicht ganz auf der Spur. Die sagt, Und da brauchen wir euch jetzt in die Social Media die kommt Kanäle. nämlich mit nach Erfurt. Die wird also mitkommen und auch uns unterstützen beim Ticketing und so weiter. Und ich glaube, von dir ist auch jemand dabei, wenn das klappt. Genau. Ja? Jawohl, meine Frau ist auch Ja? dabei. Die als Fotografin wird sie sich um ihr Fach kümmern, nämlich um ein paar Fotos der Super. Konferenz und um alles, was sonst so nebenbei Ja, anfällt. also ich denke, das wird eine super coole Sache. In Erfurt haben wir schon gesagt, Datum Genau. 8.9., ne? Ein Jawohl. Donnerstag? Stimmt doch, ne? Donnerstag. Ich habe mir Donnerstag, Es ist es ein ist ein Donnerstag, Donnerstag, ja. ne? Es ist ein Donnerstag. Ein Tag, wir haben zwei Tracks. Und wir machen Genau. einen On-Premise-Track und einen Hybrid-Track, oder? Ja, es gibt einen. So fast. Wir nennen den einen einfach On-Prem und Hybrid und den anderen nennen wir Cloud, aber ja, so grob von der Aufteilung passt das schon, Muss man Carsten. dazu sagen, Erik und ich, wir sind ja beide Hybrid-MVPs. Der Erik ist Cloud and Data Center Management und Azure MVP und ich bin Cloud and Data Center Management und Azure MVP. Aber wir haben komplett andere Schwerpunkte. Ne? Also du bist eigentlich in Online-MVP und ich bin On-Premise-MVP. Und es passt So natürlich ist das. optimal zusammen. Ne? Ich freue mich schon auf unsere Keynote oder aufs Opening. Aber die wird gut, da freuen wir uns schon. Also, wir haben zwei Tracks. Ich glaube, wir haben geplant 12 12 Sessions. Sessions, sechs in jedem Track, auch ein bisschen was von den Sponsoren. Wir haben auch Sponsoren vor Ort, die uns natürlich ein bisschen unterstützen, denn wir sind in einem schönen Hotel, dem Dorint Hotel in Erfurt. Der Erik hat so geschwärmt, also ich habe auch ein paar Sachen gesehen, das sieht wirklich cool aus. Und wir haben Vollverpflegung. Also es gibt morgens Kaffee, es gibt Mittagessen, es gibt nachmittags nochmal Kaffee und Kuchen. Ja, also Getränke, Snacks, Getränke, Snacks. alles, was ihr Ja, es braucht. wird wirklich super. Wir haben auch ein paar Zimmer reserviert für Teilnehmer, die halt eventuell
nicht morgens und abends anreisen können oder nur morgens und abends noch ein bisschen länger bleiben oder andersrum, haben wir auch ein Kontingent, was man auf der Webseite dann auch demnächst sehen wird, denke ich mal, ne, in dem Hotel. Genau. Wo man buchen kann und das wird schon knifflig. Jetzt haben wir gesagt, Eric und ich, das wird eine deutschsprachige Konferenz, ne? Richtig. Aber ich glaube, unsere MVP-Kollegen haben das nicht richtig verstanden, oder? Ja, das ist vielleicht nochmal so der Shoutout an die Kollegen. Also parallel zur Konferenzplanung gehört natürlich auch immer Speaker zu organisieren. Ja. Das heißt, es gibt derzeit auch immer noch einen Call for Speakers. Wenn ihr euch also jetzt angesprochen fühlt, Experte seid, Expertin seid, MVP seid, was auch immer und sagt, boah, ich habe ein geiles Thema, was da hinpasst, gerne mal auf die expertslife.de Webseite gehen. Da gibt es einen Button Call for Speakers und dann könnt ihr über Sessionize eure Sessions einreichen. Komma aber, eine deutschsprachige Konferenz, es steht auch riesengroß rechts als Info, dass es deutschsprachige Sessions sein sollen, aber irgendwie gefühlt sind, also ich würde es behaupten, 70% der Sessions, die reinkommen, erstmal englischsprachig. Warte, how to deal with that ... Okay, die ist okay, weil ich glaube, der die eingereicht hat, ist eher nicht deutschsprachig, aber sind ein paar deutschsprachige dabei sein, aber so Titel wie lalala, how to local what about, and, also es ist alles Englisch. Manchmal hat man das Gefühl, unsere Kollegen machen Copy und Paste von anderen Konferenzen. Habe ich auch schon gemacht, aber es ist wirklich eine deutschsprachige Konferenz, was mir auch wehtut, weil ich natürlich eine Menge Sprecherkollegen habe, wo ich auch weiß, die on-premise gut sind, die aber kein Deutsch sprechen. Also wir wollen wirklich deutschsprachiges Publikum, Entschuldigung, natürlich sind alle, die auch aus benachbarten Ländern sind und die auch Deutsch verstehen, herzlich eingeladen, aber wir haben gesagt, es ist die Experts Live Germany, da ist auch schon ein Fehler drin, Experts Live Deutschland. Ja, das sind ja Vorgaben der Experts Live Gruppe. Und wir wollen gerne eine deutschsprachige Konferenz machen und wenn ihr euch da berufen fühlt, total gerne, ich glaube Call for Speaker ist noch bis Mitte Juni. Ist Mitte Juni. Also ist noch ein Monat. Also noch, ne? Drei Wochen, vier Wochen sind noch Zeit, genau. So, aber wir haben auch schon gerne noch was, wir haben auch schon ein paar ausgeguckt, die sprechen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ne, jede gute Konferenz braucht gute Sprecher. Und wie wir gerade gesagt haben, brauchen wir die auf beiden Seiten, sowohl auf der On-Prem und Hybrid und auf der Cloud-Seite. Ja, und jetzt. Bisher steht auf der Website noch gar nichts. Sobald aber dieser Podcast online geht, werdet ihr feststellen, dass auch auf der Website die ersten Speaker-Fotos auftauchen. Das heißt, Freitag so gegen 10 mal auf die Website gucken. Jetzt ist die Frage, wann ihr den Podcast hört. Vermutlich nach 10. Von daher ist es Quatsch, dass ich es erwähne, aber egal. Fangen wir doch mal mit den Low-Hanging-Fruits. Ja. Der Carsten wird eine Session. Ja, was meinst du denn, warum wir die Konferenz machen? Ich will mal wieder sprechen. Nein, da ich weiß, dass wahrscheinlich das Angebot für On-Premise/Hybrid-Sessions eher dünner ist, weil unsere ganzen Kollegen sind so Azure-heiß oder Cloud-heiß. Also wir kriegen haufenweise Cloud-Vorschläge. Ich denke, ich werde wahrscheinlich zum Thema Azure Stack HCI was machen, weil das ist noch immer ein Thema, das kennen nicht alle. Und es wächst total bei mir. Also am Anfang habe ich gesagt, okay, das ist so ein Abklatsch von Storage Spaces Direct, aber mittlerweile sind da Themen drin, die es doch wirklich extrem interessant machen. Und ich denke, da kann man auch das ein oder andere vorstellen, was noch nicht alle kennen oder gar nicht kennen. Ja, wen hast du denn aus der Cloud-Seite vielleicht, den du nach vorne hängen möchtest? Vielleicht den Eric? Ja, vielleicht den Eric. Also wir haben da ja tatsächlich drüber diskutiert, ob ich denn eigentlich eine Session machen will und muss und soll. Und dann war aber so ein bisschen der Punkt, ja, in Person sprechen wäre eigentlich auch mal wieder cool. Wobei ich tatsächlich dieses Jahr bei einigen In-Person-Events dabei bin, freue ich mich schon sehr drauf. Aber ja, auch ich werde eine Session machen. Thema lassen wir jetzt mal alles noch ganz offen. Wir werden auch zu den Speakern, die wir jetzt gleich nennen, noch keine Themen nennen, um hier den Call for Speakers nicht irgendwie zu influenzen. Okay, ich mache auch was ganz anderes. Carsten wird uns über Azure... Es gibt auch Themen bei Azure, wo ich drüber sprechen kann.
Natürlich. Ich habe ein bisschen überlegt, was machen wir schön. Wie Azure Migration to Oracle Cloud Infrastructure. Wow. Das wäre doch mal ein Ding. Oh, woher weißt du? Okay, also Erik spricht. Wen haben wir denn noch? Jetzt mal wieder genau. Von der On-Prem-Seite, oder? Ja, komm, ein Special Guest von der On-Prem-Seite. Ja, wir haben ja beide quasi ein Joint Venture mit einem anderen MVP. Du von der Hybrid-Seite, ich von der On-Prem-Seite und zwar der Manfred. Manfred richtig. Helber wird sprechen. Und richtig, und das hat er ja tatsächlich in unserer letzten Hybrid-Show auch schon so halb Seiten hat er das einfach mal angekündigt, wo ich dann meinte, Manfred, das ist noch nicht offiziell. Ja, okay, also Manfred wird sprechen. Ich denke mal, Manfred wird auch so ein On-Prem/Hybrid-Thema machen. Ja, wen haben wir denn auf der Cloud-Seite? Auf der Cloud-Seite hätten wir dann noch den Gregor Reimling. Wer mich kennt, kennt meist auch Gregor. Wir machen ja relativ viel zusammen, auch übers Azure Meetup Thüringen und Bonn ab und zu oder eigentlich jedes Jahr, wenn sie denn ist, die Ignite-Tour hinterher, wo wir die Sachen von der Ignite erzählen und Co. Und ja, auch der Gregor hat ein paar spannende Sessions eingereicht, die sonst bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Und von daher wird der Gregor auf jeden Fall Gregor ist mit dabei. Ja, dann denke ich mal von der Hype, ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege, mein ehemaliger Kollege, der Jan Kappen, ob der jetzt eher der On-Prem-Seite zuzuordnen ist. Ich denke, das schlägt schon sein Herz und die Vorschläge, ja, die da sind schon. Also Jan Kappen wird sprechen, freue ich mich auch riesig drüber. Jan und ich, wir sehen uns leider nicht mehr so oft, sonst waren es so die Konferenzen und die CDC und so. Aber Jan ist mit dabei und Jan hat auch immer total coole Vorträge. Also da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt hast du noch einen aus der Cloud. Und mit Jan kann man auch immer gut ein Glas Whisky trinken. Das ist das, wofür ich ihn gut in Erinnerung habe. Vielleicht von der auch von der Whisky-Tasting-Session von der CDC. Auch umso mehr wir darüber sprechen, umso mehr Bock kriege ich da auch wieder drauf. Das ist ja schlimm. Und wenn deine Frau das dann hört, wie wir davon schwärmen, dann wird sie auch wieder dabei sein. Ja, da gab es so ein Event in 2020. Das war schmerzhaft. Ja, wer ist noch von der Cloud-Seite dabei? Ja, von der Cloud-Seite ein Thema, was ganz viele Menschen zurzeit bewegt und interessiert in Richtung Identity und vor allem auch Identity und Security. Ein durchaus sehr renommierter Sprecher, nämlich der Thomas Naunheim, wird auch mit dabei sein in Erfurt am 8. September. Da freue ich mich drauf, weil ich kenne den Thomas jetzt, glaube ich, noch nicht. Die anderen kenne ich alle, aber da freue ich mich drauf. Und jetzt haben wir natürlich 6 Sprecher vorgestellt. Erik und ich, sagen wir mal so, also ich würde sagen, wenn wir so viel gute Sessions kriegen, dass ich jemanden Platz wegnehme, würde ich zur Not auch zurücktreten. Aber das ist erstmal jetzt die Ankündigung. Wir sind ja da. Wir werden ja auf der Bühne hopfen. Aber erstmal sind wir dabei. Und jetzt sind natürlich noch 6 Sessions offen. Noch 3 in der Cloud. Richtig. Und noch 3 quasi für On-Premise und Hybrid. Fleißig bewerben. Wir haben natürlich noch mehr Sessions. Und bitte dran denken, Deutsch. Eine englischsprachige Session wollen wir eigentlich nicht sehen, weil es soll ein deutsches Event sein, dass man mal wieder was in der Muttersprache hat. Ich habe auch so das Gefühl, man spricht mittlerweile mehr in Englisch, als wirklich dann mal in Deutsch vorzutragen. Und ich habe so den Eindruck, in Deutsch bin ich doch noch ein bisschen flüssiger als in Englisch. Ja, und interessanterweise merke ich das tatsächlich auch bei uns hier am Podcast. Wir machen ja immer mal so den Wechsel. Ab und zu haben wir auch mal englischsprachige Sessions mittendrin im Podcast. Mhm. Und wir sehen das tatsächlich an den Zugriffszahlen, dass die englischsprachigen Podcasts nicht so sehr gehört werden wie die rein deutschsprachigen. Mhm. Von daher sehe ich das schon immer, dass es da doch noch einen Bedarf gibt, weil man die Themen vielleicht einfach einfacher aufnimmt, komfortabler aufnimmt. Man sich vielleicht gerade bei einem Podcast auch nicht so sehr konzentrieren muss zum Zuhören, wenn es deutsch ist. Ne? Von daher glaube ich, ist es auch einfach mal nicht verkehrt, mal eine Session zu haben, die deutschsprachig ist oder eine Konferenz zu haben, die deutschsprachig ist. Man das muss ja auch cool, dazu sagen, es gibt ja auch noch Alternativen. Also nicht Alternativen, aber für die Kollegen, die lieber Englisch sprechen oder Englisch sprechen wollen, wird es eine Experts Live in den Niederlanden geben, wo es auch zum Teil Dutch Sessions gibt, also im Niederländischen gesprochen, aber zum Teil auch englische Sessions. Und es wird auch noch Experts Live-Veranstaltungen in anderen Ländern geben, zum Teil auch online. Also wer da unbedingt die englischen Inhalte haben möchte, gern mal über die expertslive.org-Seite schauen. Da findet man dann Schritt für Schritt alle Experts Live-Events, die so dieses Jahr stattfinden werden. So, jetzt haben wir über die Konferenz gesprochen, jetzt haben wir über die Speaker gesprochen. Jetzt brauchen wir noch Teilnehmer.
oder? Das wäre jetzt ganz nett, wenn auch noch jemand zuguckt und zuhört und mit uns spricht. Ja, da müssen wir jetzt erstmal zu sagen, das ist eine reine Präsenzveranstaltung. Das heißt, wir werden nicht online streamen, das sparen wir uns. Wir wollen euch wirklich vor Ort sehen. Das heißt, wir wollen auch mal wirklich Leute wieder treffen sozusagen. Und wir werden das auch nicht aufzeichnen, weil das würde jetzt erstmal die Kosten sprengen. Ich weiß, dass von der CDC, da haben wir die Sessions aufgezeichnet, dass man, wenn man das richtig macht, kommt da schon einiges zusammen. Das werden wir auch nicht tun. Das heißt, wenn ihr die Sessions genießen wollt, ich hoffe das, dann müsst ihr schon nach Erfurt kommen. Ihr habt ja gehört, da hält eigentlich jeder Zug, der irgendwie durch Deutschland fährt, sozusagen einfach. Wir haben auch Autobahnen, einfach so ist Erfurt. Es nicht. Und man kann sich jetzt anmelden. Wir haben 3 Tickets online. Das heißt, genau. Es gibt einen Early Bird für die Schnellentschlossenen. Da gibt es natürlich auch einen Rabatt drauf. Ja, also das ist günstiger als das normale Konferenzticket. Dann gibt es das normale Standardticket, was man natürlich jetzt auch schon buchen kann, wenn man nicht das Geld sparen möchte. Ihr müsst also nicht den Early Bird nehmen. Und dann haben wir noch ein spezielles Ticket. Ne? Was ist das? Genau, wir haben noch ein Supporter-Ticket. Also es wird ja, wie der Carsten schon sagte, auch Sponsoren geben im Sinne von Unternehmen, die mit einem Stand vor Ort sein wollen, die eben zum Teil sogar eine Sponsor-Session haben wollen. Und was man aber ab und zu mitbekommt, ist, dass Leute sagen, naja, jetzt so ein Sponsor-Package für meine Firma kaufen, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das will ich vielleicht auch gar nicht. Aber eigentlich finde ich das schon cool, so eine Community-Veranstaltung zu unterstützen. Und ich wäre da durchaus bereit, lieber ein Stückchen teureres Ticket zu nehmen, wenn das der Konferenz hilft, tatsächlich stattzufinden und vielleicht auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr wieder stattzufinden. Und da gibt es ein Supporter-Ticket, das ist 50 Euro teurer als das Standard-Ticket. Also wir reden jetzt hier nicht über Millionen oder ähnliches. Und das ist an sich erstmal ein ganz normales Ticket, aber eben mit dem guten Bauchgefühl der Konferenz geholfen zu haben. Wir werden natürlich allen, die das tun, die da unterstützen, auch entsprechend danken. Die werden auf der Website zu finden sein als Konferenz-Supporter. Die werden dann auch im Rahmen der Konferenz nochmal entsprechend gedankt. Und ja, wer da sagt, die 50 Euro bin ich bereit zu investieren, der hilft uns dabei, das Ganze zu organisieren. Und auch tatsächlich durchzuführen. Denn man darf nicht vergessen, so eine Konferenz, da gehört einiges dazu. Ne? Vom Ticketverkauf über, selbst für so ein Call for Speakers bezahlt man Geld, die Location, vielleicht eventuell gibt es ein Giveaway, habe ich gehört, eventuell. Das heißt, da muss man natürlich mal schauen. Das steht bei den Tickets mit drin. Also wir haben auch Preise, die wir in der Closing verlosen. Das haben wir auf der CDC immer gemacht und ich glaube, das ist ganz gut angekommen und hält natürlich auch die Teilnehmer da, dass nicht die Leute um 3 Uhr sagen, so jetzt will ich nach Hause fahren. Reicht ja, eigentlich. Also das wäre immer unfair gegenüber den Leuten, die halt eher am Ende sprechen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das auch hier. Da gibt es also ordentliche Preise und die werden von Erik und mir ausgesucht. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was die Sponsoren noch irgendwo rumliegen haben. 3 Kulis mit Logo. Nein. Wir haben hochwertige Preise, die brauchen wir auch. Das heißt, wenn ihr auf die Webseite geht, das Standardticket haben wir mit 149 Euro bepreist. Das ist inklusive der Gebühren, weil wir müssen auch für die Abwicklung natürlich Gebühren bezahlen, zuzüglich Mehrwertsteuer, weil Erik und ich, wir haben gesagt, die meisten von euch werden sicherlich so ein Ticket über die Firma kaufen. Und da ist das mit der Mehrwertsteuer okay. Dann gibt es natürlich einen Rabatt für den Early Bird. Und wer sagen will, ach komm, das ist eine coole Sache, das wollen wir wiedersehen, da haben wir ja das Supporter-Ticket. Ja. Jetzt wollten wir noch erzählen, ja, wie das denn war mit der Konferenz. Wieso sind wir beide denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Experts Live Germany zu machen? Ich meine, dass das gefehlt hat, war klar, aber wir sind da irgendwie parallel drauf gekommen, oder? Ja, das war halt... Jetzt weiß ich nicht, ob man das so sagen darf in so einem Podcast, aber man könnte es fast als Weinlaune in meinem Fall oder Bierlaune bezeichnen können. Man beobachtet ja, was so passiert und was so in Deutschland passiert und welche Konferenzen passieren. Und man hat eine CDC gesehen, die ja sehr gut besucht war und sehr beliebt war. Und dann hat man irgendwie Experts Live gesehen und dann in Deutschland aber irgendwie nicht. Und man hat mal gesehen, was in den Niederlanden passiert und was in der Schweiz passiert und in Österreich und dann die Experts Live Europe in Prag. Und irgendwie dachte ich immer so, naja, irgendwie, die bauen alle schön außenrum um Deutschland so einen Ring. Aber nach Deutschland rein will irgendwie keiner mehr. Eigentlich wäre es doch gut, die deutschsprachige Community zusammenzubringen für genau so einen Tag, wie wir es jetzt planen. Und da sind wir irgendwie beide
ins Gespräch gekommen und gesagt, eigentlich müsste man das mal machen. Und aus eigentlich müsste man ist es dann immer konkreter geworden. Dann haben wir uns angefangen mit den Experts Live Muttervätern aus den Niederlanden zusammenzusetzen und zu schauen, was geht nicht. Ja, und so sind wir da, haben wir da irgendwie angefangen. Das war in Prag auf der Experts Live Europe. Da haben wir beide gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, war das 18 oder war das 19? Ich dächte eigentlich, dass es 18 war, dass wir 18 angefangen haben, drüber zu sprechen. 19 war ich irgendwie, da bin ich eingeflogen nachts, habe am nächsten Tag zwei Vorträge gehabt und musste wieder los, weil wir, glaube ich, nach Bali geflogen sind den Tag drauf. Dieses Stress. Ja, da hatten wir irgendwie einen Retreat, wo man runterkommen soll in Bali. Und das war so eng, dass ich wirklich von einem Kunden dahin geflogen bin. Bin, glaube ich, nachts um 12 Uhr angekommen. Da wart ihr noch in der Bar, glaube ich. Ich bin dann noch reingetappelt ins Hotel, bin dann gleich ins Bett und bin dann, glaube ich, nachmittags um 4 oder 5. Ich hatte also 2019 von der Experts Live, glaube ich, gar nicht viel, aber das muss 2018 gewesen sein, weil da sind wir ins Gespräch gekommen und ich meine, wir hatten, die Niederländer waren auch da und wir haben auch direkt mit denen gequatscht. Zumindest mit der Brenda. Genau. Ne? Richtig, mit Brenda haben wir gesprochen und da kam die Idee so auf und wie gesagt, da haben wir dann die ersten Calls vereinbart und ja, so hat sich das dann gezogen. Wie gesagt, dann kam so ein bisschen der Stillstand über die Corona-Zeit. Ja. Und jetzt machen wir es wahr. Jetzt machen wir es einfach wahr. Und jetzt ziehen wir es durch. Und es ist tatsächlich übrigens auch so, vielleicht nochmal für alle die jetzt sagen, naja, aber im September, was ist denn da mit Corona? Das Event wird stattfinden. Gegebenenfalls, wenn jetzt wieder erwarten eine große Irgendwas-Welle, wie auch immer kommt, dann mit Sicherheit unter 2G, 2G plus, was auch immer Bedingungen, dass der große Vorteil ist, dass wir eben diese Event-Location, das Hotels haben, die dort die passenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte schon in der Schublade haben, falls dort wieder irgendwelche Bedingungen auf uns zukommen. Wir haben auch bewusst die maximale Größe des Events so ausgelegt, dass wir auch mit Einschränkungen das noch durchführen können. Wir hätten ja auch auf, was weiß ich, 500 Teilnehmer zielen können, dann haben wir aber ein Problem, wenn es doch wirklich Einschränkungen geben sollte. Und genau, so wird es eigentlich ein kleines, feines Event, das auf jeden Fall stattfindet und ich freue mich riesig, dass das so passieren wird. Ne? Das ist vor allem auch nach der Sommerferienzeit, das heißt, die Leute sollten entspannt sein, haben das Sommer über Sonne getankt und kommen dann mit einem Lächeln und ganz viel Freude in die Konferenz. Genau. So ist meine Hoffnung. Genau, und für die Sprecher, wir planen auch ein Speaker-Dinner am Vorabend. Also das wird sicherlich auch eine coole Community-Sache für die Leute, die sprechen. Jetzt nochmal die URL, also expertslivezusammen.de. Eigentlich relativ einfach, oder? Das ist eigentlich relativ einfach, genau. Ich denke, dann haben wir eigentlich alles dazu gesagt, oder? Ich denke auch. Vielleicht noch so der letzte Halbsatz, du hast vorhin gesagt, wir werden auch Sponsoren haben. Wir haben auch noch Platz für Sponsoren, falls uns also jemand zuhört, der sagt, ey, ich habe eine coole Firma, das würde eigentlich passen, wenn ich dort vertreten wäre oder ich möchte da gerne dabei sein, dann gerne auf uns zukommen. Dann können wir auch gerne mal über das Thema Sponsoring sprechen. Wie gesagt, gibt Stände vor Ort, Möglichkeit bis zum Speaker-Slot und so weiter. Da finden wir einen Weg. Sehr gut. Okay, denke ich, Erik, das ist es. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns ja dann spätestens am 8.9. Spätestens, jawohl. Ich sehe ja gerade bei dir im Hintergrund, du hast da ein Wohnmobil stehen, oder? Ja, habe ich, tatsächlich. Ich könnte ja rausgehen und dir dann meinen Wohnwagen zeigen. Nein, ich habe die letzten Events, wo ich war, habe ich aus dem Wohnwagen gemacht, weil ich irgendwo beim Kunden war oder so. Und dann hinten Vorhang runter und aus dem Wohnwagen dann, was war das? Läuft gerade diese Azure Live Learning oder irgendwie so, ne? Das ziehe ich dann im Wohnwagen, damit ich Ruhe habe und das nicht vom Kunden machen muss. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich alle, die uns gerade zuhören oder zusehen, am 8. September in Erfurt zur Experts Live Germany und www.expertslive.de. Und ja, bis dahin. Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Oh Gott, ja, danke Erik, dass wir hier darüber reden können. Ne? Wir werden das sicherlich noch öfters tun. Mit Sicherheit. Tschüssi. Ciao, ciao.